Servus Freunde, was geht ab? Ich bin's wieder Mike mit einem neuen Video zu Dying Light 2 Stay Human. Und zwar ist ja vor ein paar Tagen Patch 1.4 released worden. Damit kam auch Kapitel 1 in den Fußstapfen eines Nightrunners. Und wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Da bin ich mal gespannt, was da kommt, weil ich muss sagen, ich war schon wieder enttäuscht. Das Update war 20 GB groß, aber ich habe mir am Ende gedacht, was war in diesen 20 GB drin? Nichts mehr oder weniger, fand ich jetzt. So, und ja, ich meine, mehr oder weniger die Updates enttäuschend. Ich hoffe, das ändert sich jetzt ein Stück, indem wir mit Kapitel 1 anfangen. Und let's go, würde ich mal sagen. Starten wir das Ganze. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt vor kurzem neues Spiel Plus abgeschlossen. Und ich hatte einen richtig krassen Soundbug. Der war so, ganz kurz, ihr kennt es doch, wenn ihr jetzt Musik hört und eure Box, der Bass ist so stark, dass man denkt, die Box, die platzt gleich. Und ich hatte das Headset auf normale Lautstärke und auf einmal diese Bass-Effekte, das war so stark. Ich muss Headset kurz runternehmen und dann hat das so ein komisches Geräusch gegeben und dann war der Ton komplett weg. Na? Aber ist jetzt egal. Wir reden jetzt erstmal mit Agent Harper. Hat nichts mit Ellen oder Charlie Harper zu tun, na? Sondern er ist so ein eigener Charakter. So. Sieh an, was die Katze angeschleppt hat. Guck nicht so blöd. Verdammt, ich möchte der Katze danken, weil du wie ein Typ aussiehst, der mir helfen könnte. Heiße Harper, mal Nightrunner gewesen vor einer Ewigkeit. Und obwohl diese Stadt vor die Hunde gegangen ist, gebe ich trotzdem nicht auf, ihr Schutzengel zu sein. Und jetzt haben wir hier so ein Problem, nämlich Strom. Wo alle anderen eine schöne neue Welt sehen, sehe ich das Ende der Welt. Ist mir nicht entgangen. Plötzlich tauchen all diese neuen Infizierten auf. Wenn du mich fragst, ist das wegen dem Strom? Ist gerade nur eine Vermutung, aber wenn ich Gewebeproben von den Infizierten hätte, könnte ich sicher herausfinden, was mit den neuen Typen los ist. Ich muss hier was vorbereiten. Kannst du mir dabei helfen, Gewebeproben zu sammeln, die ich brauche? Und ich meine Frischfleisch, Kumpel. Ist er besoffen? Du hast voll drauf, Kumpel. Macht mein Alkoholproblem. Agentmenü. Schauen wir jetzt mal rein. Händler. Neue Ausrüstung. Kapitelrang Raufbold. Sehr geil. Das wäre was für meine Klasse. Man kann aber jetzt nicht einsehen, was das ist. Raufbold. Ausrüstungsteil. Schaut mal her. Erst ab Stufe 7. Ich kann das hier kaufen bei ihm. Baby, das hört mich an. Cobra Y Netrunner Werkzeug. Ein einzigartiger Skin. Dessen Skins. Wir schauen uns mal. Maskierter Nightrunner ist ein visueller Gegenstand. So, Elite Nightrunner Gleitschirm. Ein einzigartiger Gleitschirmskin. Angeblich haben sich alle Nightrunner ab und zu einem Ort versammeln, an dem sie über ihre Mission gesprochen haben. Die beste Leistung wurde mit diesem Gleitschirm belohnt. Also das ist richtig geil. Nightrunner Clown. Fuck, Alter. Da komme ich mir vor wie, wie heißt der? Wolverine. Das Spiel habe ich übrigens hier, obwohl das verboten ist in Deutschland, ne? Das wollte ich eigentlich mal anfangen auf die Xbox 360. Habe aber noch nicht die Zeit dazu gefunden. Das Markenzeichen eines äußerst erfahrenen Nightrunners. Oh, Baby, Blutung. Davon bräuchte man aber zwei Stück. Das Ding ist, der kann nicht links und rechts eine Waffe tragen. So, das ist Nightrunner Schutzpaket. Das ist unwichtig. Kann man sich alles selber herstellen. Nightrunner, ein Paket mit beliebter Nightrunner Werkzeuge. Seltenes Zubehör, Leute.
Das ist awesome, Baby. Ach so. Ah, okay. Das ist sehr interessant, wie ich finde. Aber ich brauche hier von dieser Währung eins. Es gibt ja zwei neue Währungen. Einmal hier Mutationsproben und einmal Harpers Wertmarke. Ist bei Kopfgeldern durch den Zugewinn von Ansinn mit dem ehemaligen Nightrunner Harper verfügbar. Ich würde, ja. Ich sage einfach Charlie zu ihm. Ich denke mal, das ist einfach zu merken. Davon habe ich genug. Du hast voll drauf, Kumpel. Kaufst du jetzt was oder nicht? Tägliche Kopfgelder wöchentlich. So. Bist du bei der Sache? Okay. Falls nicht, gehst du besser nicht da raus. Übernimm dich nicht. Ich brauch dich lebendig, um mir die Proben zu bringen. Bist du bei der Sache? Falls nicht, gehst du besser nicht da raus. Ohne Waffeneinsatz während einer Jagd. Hast du an irgendwas Bestimmtem Interesse? Du hast voll drauf, komm. Ja, komm, quatsch mich doch nicht voll mit deinem Zeug da, ey. So, jetzt. Jetzt ist die gute Macht Frage. Mein altes Nightrunner-Herz stolz, dass diese Stadt immer noch ein paar Wölfe unter den Lämpchen hat. So, ich würde jetzt gerne irgendwas machen. Ich habe ein kleines Problem gerade. Und zwar... Ich gehe jetzt einfach mal raus. Ich würde gerne... meine Kopfgelder einsehen, kann ich aber irgendwie nicht. Jetzt wird es mir ein bisschen zu viel. Ehrlich. Ich gehe lieber mal aufs Dach. Die normalen Zombies brauche ich nicht. Aber wisst ihr, was mich schon wieder stört? Ich muss halt einfach immer irgendwas Negatives dazu sagen. Weil es geht mir einfach auf den Sack. Ich habe aber... So... Ich würde gerne diese Kopfgelder mir selber anzeigen können. Jetzt hier mein Bildschirm, aber ich kann das irgendwie nicht. Wisst ihr, was ich meine?
Mann, 5000 Mutationspunkte, das ist voll echt viel, ey. Schaut's mal her, wie viel einer gibt. Nicht viel. Ist ja gar nichts. So, wie schaut's denn aus? Wir machen mal diese eine Quest mit einem neuen Mutierten. Schneller als es derzeit nicht verfügbar. Dann muss ich hier weg. So, die Jagd ist gleich vorbei. Sehr gut. Oh, wow, oh, oh, ich hab nicht aufgepasst. Schaut mal her, meine Waffe ist schon fast kaputt. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh, ich hab nicht aufgepasst. Das wäre jetzt richtig schlecht gewesen. Aber... weiß nicht, bin ich jetzt blöd oder sehe ich es jetzt einfach nicht, ey? Was soll der Müll einfach schon wieder? Quest. Gibt's hier irgendwo Kopfgelder, sonstiges? So, wir werden jetzt erstmal nach Villador reisen. Ich mache da diese Quest. Weil die scheint mir neu zu sein. Ist jetzt alles ein bisschen langweilig, ich weiß, aber ich kann es nicht ändern. Es ist halt schon wieder so richtig mager einfach. Ich habe, wie gesagt, 20 GB Update, aber ich weiß wirklich nicht für was. Und das bisschen hier, das, ja. Schwierig. Nein, nein, nein. Nicht da lang, nicht da lang, da lang. Was machst denn du? Zieh dich doch hoch. Ist das, soll das der neue Infizierte sein? Okay. Also ich habe noch keinen brennenden Infizierten gesehen. Schaut aus, wirklich, ob es ein neuer wäre. Zum Glück heile ich mich die ganze Zeit selber.
mein Medikit. Das muss auf jeden Fall was Neues sein. Gefangene ohne Waffeneinsatz getötet. Was hat er gedroppt? Das ist jetzt plus 5. Infizierten Trophäe. Plus 5. Nicht schlecht. So, dann gehen wir mal zurück. Wir müssen... Muss ich das jetzt machen? Ist das jetzt eine neue Quest? Das weiß ich jetzt auch nicht. Nein, ist es nicht. Da ist sie. Die nächste, sorry. Da kommt man ein bisschen durcheinander. Man hätte das irgendwie markieren sollen. Aber das war definitiv neu. Naja, aber jetzt... viele sind jetzt nicht eingefallen. Den Unhold haben sie jetzt einfach in Feuer gesetzt. Und sagen, dass es ein neuer wäre. Und das war's dann wieder. Ja, ich äußere mich die ganze Zeit etwas negativ, aber... Ich kann irgendwie auch nicht anders, muss ich sagen. So, dann machen wir gleich mal die nächste Quest. Ich hab's verpasst. Ich hab's verpasst. Hey, ich hab keinen Bock. Wir geben sowieso keine gute Ausrüstung. Ich kann euch auch sagen, warum. Ich zeige euch mal was. So, mehr, ich spiele immer noch mit Stufe 6 Schuhen, weil ich finde keine besseren einfach. Wirklich, ich finde keine besseren Schuhe einfach. Und ich werde definitiv keine blauen nehmen. Das mache ich nicht. Das mache ich einfach nicht. So, und der kommt jetzt mit Säure. Boah, das sieht aber viel ab, ey. Framerate. So, plus 5 wieder. So, mal schauen. Da haben wir ein dickes Ding Nummer 3. So, können wir da vielleicht Schnellreise in die Nähe machen. Ja. Es hieß neue Mission.
Ich erinnere mich an die Entwickler. Ich schwör's euch, Leute. Ich habe das Spiel, bevor es rausgekommen ist, ich habe da alles mitverfolgt und ich kann euch sagen, so wie es ist, die Entwickler haben im Vorfeld gesagt, es wird keine Mission der anderen ähneln. Jede Mission wird anders sein. Schaut her. Jetzt kommt die dritte, gleiche, nur mit einem anderen Gegner. Der erste konnte hat gebrannt, der zweite war in Feuer, das waren aber beides Unholde. Der dritte, der kann wahrscheinlich jetzt, ich weiß nicht, Urin spritzen oder ich weiß nicht, Eis schießen, ich weiß es nicht. Aber so kommt das wirklich rüber. Ich kann mich danach noch daran noch erinnern, es hieß, es wird keine Mission der anderen gleichen. Wisst ihr, was das Schlimmste war? Der Buchclub. Der ein oder andere wird es kennen. 10-mal dasselbe machen. In irgendwelche Apartments gehen und irgendein Buch sammeln. Und wie viele Bücher noch? Es ist immer dasselbe, nur es werden halt immer mehr Bücher zum Ende. Nee, komm. Das ist schon enttäuschend. Wird sich aber keine Mühe gegeben, so kommt mir das rüber mittlerweile. So, mal schauen, was der kann. Was gibt's denn alles? Feuerblitz. Oh, vielleicht kann es Strom. Ja. Vielleicht hat er einen Generator hinten auf dem Rücken. Ich weiß es nicht, wir werden es jetzt sehen. Nee, oder? Ich sag's noch mit dem Generator. Leute, und was kann er? Er kann Strom. Mutationsproben plus 3 von so einem Runner, sage ich jetzt mal. Das ist schon ein bisschen wenig. Und es ist einfach einfallslos. Einfallslos ohne Ende, finde ich. Sorry. Ich kann es einfach. Ich kann einfach nicht anders. Was kommt jetzt? Ein dickes Ding 4 oder wie schaut es hier aus? Ja, natürlich, ey. So, wir hatten Feuer, wir hatten Säure, wir hatten Blitz, jetzt fehlt Eis. Ach man, ey. Und ich habe wirklich, ich habe die letzte Zeit einfach keine Lust, irgendein Video zu machen. Vielleicht liegt es auch an der Hitze. Es ist wirklich warm. Und das Ding ist, ich sage jetzt mal was, wenn ich den Ventilator jetzt laufen lasse, ich habe mal einen Probeversuch gemacht, hört ihr, dass die ganze Zeit im Hintergrund laufen. Und das wollte ich halt nicht machen. Und ihr müsst euch mal vorstellen, zwei Monitore, dann zwei LED-Lichter, die auf mich einstrahlen, dann der Rechner, der sowieso an Hitze ausstrahlt, dann die Xbox noch. Dann wisst ihr auf jeden Fall, wie heiß es hier ist. Dann ist es draußen noch eine Hitze. Ist aber egal. Wir laufen jetzt zum nächsten. Ich sag's nochmal, ich erinnere an die Worte von den Entwicklern.
Keine Mission wird der anderen gleichen. Ich merk's. Man hätte sich ein paar irgendwas einfallen lassen können. Das ist einfach... Wisst ihr, wie das ist? So, komm, den einen macht die Feuer, den einen Blitz, den einen Wasser. Na? Den einen Wasser, ja, hat ein bisschen was von Toto. Also von einem Pokémon. Jetzt blöd gesagt. Anstatt ihr das in irgendeine Mission einbauen, das hätte doch zum Beispiel nachts, da muss man, das hätte man in eine Dungeon einpacken können. Jetzt habe ich's. Nachts, das wäre eine Nachtaktivität zum Beispiel. Dann muss man in eine U-Bahn rein, muss da die ganzen Gegner töten und dann als Dungeon-Boss kommt so ein Unhold. So hätte ich das gemacht. Und dann hätte es am Ende diese Proben gegeben von diesem Boss und nochmal eine Kiste mit irgendeinem seltenen Gegenstand. Aber wie ihr seht, gibt's einen Furz. Das ist eigentlich schon wieder, So, ganz kurz, Fertigung. Ich muss schnell Aufputschmittel herstellen. Weil, ich habe da nicht mehr viele davon. Wer ist das? Der größte Spinner aller Zeiten. Er sagte mal, dass er nur... Ja! Es ist einfach... Es ist einfach so ein Patch, um die Leute bei Laune zu halten. So kommt mir das vor. Hallo, was ist denn das? Was bist du denn so wild, ey? Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt einbinde, aber die UV-Lampe wurde deutlich schwächer gemacht, weil das absolut irgendwie nichts mehr bei den Gegnern bringt. So habe ich das Gefühl, zumindest. Nee, ich habe keinen Bock. Nee, ich habe das so oft gemacht, das ist schon so langweilig. So, das kann ich dann später machen. Also ich muss sagen, meine Vorfreude war normal. Etwas mehr wie normal. Da. Schaut euch mal an. Guckt mal an. Wie unkreativ. Jetzt mache ich wieder die nächste Mission davon. Und jetzt sind einfach mal alle drei auf einen Haufen. Nee, komm. Es ist so billig einfach. Framerate aufpassen. Merkt's vorher. Da muss die Xbox immer gewaltig leisten. Ja. Auch bei Dying Light 1 so.
ist abge... Die machen sich selber platt. Da läuft das Feuer von dem anderen. Komm jetzt. Holle Schmetterer. Auf los ab, ey, Büffel. Ich hab gar keinen Bock jetzt. Diese Unholde könnten noch gefährlicher sein. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein Ende mache oder nicht. Ich glaube, mehr brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Ist für mich einfach Zeitverschwendung. Ich bin beim Fitnessstudio, Kyra. Hast du eine Ahnung, wo ich Bartes Leiche finde? Bartes ist sicher irgendwo in der Nähe eines Haufens getöteter Feinde gefallen. Egal, hören wir am besten selbst an. Findest du es nicht komisch, dass uns die Basarleute an so einem Ort einen Ja, wo finde ich die jetzt? Ein PK übergeben wollen? Immer cool bleiben, danke. Chris, hinter dir! Zum letzten Mal! Nenn mich nicht Kästchen! Das sind normale Gegner. Die droppen sowieso nichts. Wir belassen es jetzt. Wir machen hier einfach mal einen Cut. Weil, ich meine, wenn ich die 10 besiegt habe, kann ich euch sagen, oder ihr könnt selber schauen, was ich bekomme. Da 5000 Erfahrungspunkte für Kampf, 1000 für meine Parkour-Fähigkeit und nochmal 3 von diesen Kristallen. Das war's am Ende. Leute, ihr seht wirklich selber, das ist einfach... Das ist Katastrophe einfach. Da, Buchclub, ich erzähl's. Schaut's her. Buchclub 1, 2, 3 bis 10 geht's. Ich muss immer mehr machen. Dann muss ich einmal ein Buch sammeln, dann 2, dann 5, dann 6, dann 10. Hey. Nein, nein, nein. Und da. Nur Level 9. Schon wieder. Man hätte es doch erhöhen kommen, können. Mit dem großen Update mit den letzten. Wenigstens bis 30. Wo ist da die Vielfalt? Da fehlt es einfach an Kreativität. Man hat einfach keine Lust, so kommt mir das rüber. Weil man mit anderen Sachen viel, viel zu sehr vertieft ist. Man kommt, sorry, einfach vorne und hinten nicht mehr nach. Und mich nervt es langsam, ey. Ich schwör's euch. Mein Fazit, ich würde es nicht zocken. Ich sage euch mal was. Sogar wenn ihr totale Langeweile habt, würde ich es nicht machen, Leute. Deswegen, ich mache jetzt Game Over wirklich mit diesem Spiel. Mir reicht es. Ich mache jetzt aus. Ja, ihr könnt ein Like da lassen oder nach ein Abo. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt einfach nur genervt. Wir sehen uns beim nächsten Video und da werde ich mit euch. Da bin ich besser gelaunt. Ja, und ciao. Servus, meine ich.